Also, ich habe gerade ein Polaroid-Bild gemacht. Aber erstmal, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Diesem wunderschönen Hintergrund im wunderschönen Florida. Oh mein Gott, das wird schon richtig, richtig gut. Das ist mein Vlog mit dieser schönen Aussicht. Und ich habe es vergessen, über Nacht aufzuladen, also das MacBook. Deshalb muss ich jetzt hier schneiden und nicht da hinten, weil das Ladekabel nicht reicht. Jetzt gerade bin ich immer noch am Video schneiden, aber es wird nicht so lange heute. Und unser Boot ist so ein bisschen kaputt. Das hat gestern so gepiepst, als wir gefahren sind. Und deshalb sind da jetzt so Leute dafür. Sarah hat jetzt das leckere Frühstück gemacht. Wir haben Obst, Brot und ich esse jetzt Apple Butter und Ingwer. Das sieht so eklig aus. Always running, always too late. Why are we living in the fast lane? When there is nothing left to gain. I've been talking in my sleep. You were lying next to me. Feeling good, like I should. Went in took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday bed. Feeling good, like I should. Went in took a walk around the neighborhood. Feeling blessed. Wie war Tennis, Mama? Tennis war super. Ich habe den Trainer sogar ausgespielt. Ein Weißkopfadler. Boah, voll hier hingeguckt. Der soll mal wegfliegen. Das ist irgend so ein Weißkopfadler. Meine Oma meint, der hat eine Flügelspannweite auf einer Seite von 1,5 Metern. Wow, ich probiere den jetzt mal zu filmen. Oh, I can take it anymore. Und zwar an der Stelle haben wir vorletztes Jahr schon mal Bilder gemacht. Sieht voll schön aus und deshalb machen wir da jetzt Bilder. Wir gehen dahin. So, I'm Brian and that's my model today. Her name is Sarah Joan. Also, ich sag's jetzt ganz schnell, wir müssen jetzt direkt wieder ins Haus, weil wir die ganze Zeit zerstochen werden. Ich wurde einfach da gestochen, direkt neben meiner Narbe und ich hab's sogar noch gemerkt. Und ich dachte mir so, are you kidding me? What is wrong? What is right is wrong? Workout. Und jetzt brauche ich nochmal Aloe Vera für unsere Haut. Dann haben ein bisschen Sonnenbrand. Ah! Ich lege mich jetzt in die Hängematte, lese dieses Buch und schreibe in mein Tagebuch. Und ich esse jetzt noch eine Lindkugel. Das war's dann jetzt mit dem Video. Bye.